Oder gehen wir erst nach hinten hier? Nee, ne? Wir machen jetzt mal den einen, machen wir durch. Also wenn jetzt hier in diesem Ding nicht irgendwie mal ein Dia auftaucht, dann finde ich das schon ziemlich schräg. Weil ich hätte gerne zumindest zwei Dias hätte ich gerne für unser Schwert, damit wir gut ausgerüstet sind. Den Rest, ja gut, das kommt dann mit der Zeit. Aber also ich brauche jetzt noch keine Dia-Rüstung oder sonst irgendwas. Das machen wir irgendwann später mal. Wenn wir vielleicht irgendeinen Weg gefunden haben, schneller an Dias zu kommen. Aber ja gut, Gold haben wir hier auch. Vielleicht sind die Sachen wirklich ganz unten. Und wie, ne, eigentlich immer so ist, könnten hier Sachen versteckt sein noch irgendwo. Man könnte das auch mal nachgucken, ne? Also ich könnte mich auch mal vernünftig vorbereiten auf solche Sachen hier. Aber ich möchte einfach nur zocken eigentlich und mich nicht 1000 Meter einlesen. Aber wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mich mal einlesen würde. Wo denn, in welcher Höhe denn früher zu der Zeit hier die Vorkommen an Dias verteilt waren. Also die prozentuale interessiert mich nicht. Aber wo? Auf welcher Höhe? Das wäre ja schon ganz nettes, ne? So, und dann gehen wir hier hin. So, ne? Genau. Und wir brauchen gleich neue Hacken. Und wir müssen gleich mal wieder nach oben, weil Tag ist eigentlich. Aber wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen hier unten. Ist jetzt nicht ganz so interessant, ne? Direkt hier nur dieses Strip-Gemeine oder, naja, Strip nicht, aber Strip-Gitter, was auch immer gemeine, ist jetzt nicht ganz so interessant, aber ich hätte gerne, wie gesagt, ich hätte gerne, erstens brauchen wir mal noch ein paar vernünftige, wir brauchen Eimer und wir brauchen nachher Fischchen, also hier dieses, dieses Eisenzeug hier, ist schon ganz sinnvoll, wenn wir davon mal eine Menge haben. So, wir haben keine Hacke mehr. Dann nehmen wir jetzt mal die. Bis zum anderen Ende zumindest. Aber wie ich schon mal sagte, das gehört mir mal dazu. So, dann mal eben hier, warte, so, ach, ich bin schon wieder bei der falschen Hacke. Ja, dieser Redstone-Kram, ne, ich meine, man tut da wirklich nichts mit, ne, mit diesem Redstone-Kram, ne. Also eigentlich, wenn, also gut, man baut mal irgendwie das eine oder das andere, aber, ja, das ist irgendwie, ja, na? So, wir machen hier mal ein bisschen Licht hin. Ansonsten gehen wir hier mal direkt weiter, weil... Und ich warte immer noch auf... Wir warten auf unseren ersten Dia. Ich warte auf den Dia. Du wartest drauf. Und willst gemeinsam mit mir dich auf dem Sofa gröhlend hin und her wälzen. Vor Freude oder wie auch immer. So, wir müssen mal eben mit ein bisschen... Na, was mache ich denn hier? Nur weil ich die Hacke benutze hier, die andere Hacke benutze, die ich hinten liegen habe auf der 6, ne? Ja. Ich will immer auf die 1, ich schalte immer auf die 1. So, jetzt sind wir hier schon mal angekommen außen. Den machen wir mit 3 Breite, sehe ich gerade.
Muss eigentlich nicht sein, ne? So, und dann machen wir hier nämlich dasselbe System. Da wäre dieser. Moment. Einen daneben, ne? Diesen. Ja, okay. So. Und dann machen wir hier mal davon haben wir genug. So, jetzt sind wir durch, ne? Jo. Okay, 1, 2, dann hier. Dann da und so weiter. So, jetzt gehen wir mal eben nach oben sofort. Warte mal. Ich würde... Ey, wir haben keine Hacke mehr. Moment. Können wir... Wir müssen sowieso. Also wir müssen, ich mach mal ganze Sätze draus. Wir müssen sowieso hier eine hinstellen irgendwo, ne? Ist ja klar. Das heißt, wir machen die mal da oben hin. Die ist von unten wie ein Holzding. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, wie diese Box hier aussieht. Warte mal, ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. So, wir müssen sowieso nach oben, aber dann können wir erstmal 2, 3 Haken machen. So, einmal 2 und 3. Das haben wir noch nicht. Wir brauchen Eisen auch. Bla bla bla. Okay, lass uns mal nach oben gehen. Oben ein bisschen aufräumen. Ein bisschen was kokeln. Ja, schon mal ein bisschen Eisen gefunden. So, während ich hier hochhüpfe, kann ich mal eben ein bisschen drinky drinky machen. So, und da tun wir direkt mal die Dinger rein. Gold, warte mal, wir haben die hier. Gold können wir hier rein tun. Fackeln brauchen wir gerade nicht unbedingt. Das heißt, die können wir mal hier rein machen, die Sachen. Redstone kann hier rein. So, jetzt machen wir 3. Sechs. So, 1, 2. 3. So, ne? Jede Menge von denen auf jeden Fall. So, dann machen wir mal 1, 2. Machen wir mal 1, 2. Und dann packen wir die mal hier rein, die Sachen.
So. Einen davon nehmen wir mal mit. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Holz. Wir müssen noch mal Holz holen dann irgendwann. Das wäre auch nicht das Schlechteste. Und ich möchte mal eben unten gucken auf dem Bedrock, ob wir da besser Dias finden können. Hallo, ihr Schwachköpfe. Habt ihr gehört, ne? Auf dem linken Ohr irgendwo war gerade meh. So. Und genau, ich will einfach mal hier unten eben gucken. Ich glaube, das ist auch nicht besser gesät, ne? Ich meine, man kann jetzt nicht erwarten, dass man nach 2 Metern Dias findet, aber. Hier ist gar nichts. Ah, Redstone, ja, okay, wunderbar. Da wo Redstone ist, ist doch eigentlich auch immer Dia, oder? Irgendwie wird dann hier nichts, wa? Komm, wir gehen oben hin in unsere Mine. Wir werden Zeug finden, wenn wir hier ein bisschen weitermachen. Weil so hat das keinen Sinn. Genau, das heißt, wir sind hier. Und dann machen wir dann mal hier weiter. So, weiter geht's hier. Habe so das Gefühl, dass das ein bisschen das Game ein kleines bisschen ein Ticken nur. Ich mach dann mal auf 35. Safe, safe. Hammer. Ein kleines bisschen lauter sein könnte, ne? Falls nicht, einfach in die Kommentare kloppen und melden. So, dann würde ich sagen,
Wir nehmen noch die Vorräte hier mit, also die Ressourcen. Unsere gute alte Kohle. Ne? So. Vielleicht sollten wir mal die hier nehmen für den Quatsch, ne? Ja. Die braucht kein Mensch. So. Und jetzt können wir wieder unsere normale Dings da machen. Die nehmen wir noch eben mit. Müssen wir rein? Da. Warte mal. So, ne? Genau. Und dann gehen wir hier rein. Und wir holen uns aber erstmal das Gold. Le Gold. So. Und dann geht's weiter. Jo, ansonsten bin ich gerade echt so, ich merke gerade, gut angekommen in Minecraft hier. Also ich hatte vorhin voll Bock drauf, Minecraft zu spielen und ohne Stress und ohne alles anmachen und dies und jenes und Kamera. Und wie gesagt, na, habe ich ja vorhin schon erzählt oder letztes Mal, so ein bisschen einfach Ruhe und Minecraft. Und das funktioniert irgendwie. Also es gibt ganz wenige Tage, wo das bei mir nicht funktioniert, das mit dem Minecraft. Also das hat echt so einen meditativen Aspekt bei mir. Das war auch damals das Erste, was ich gemerkt habe. Ich habe stundenlang, also wirklich stundenlang diese kleinen Klötzchen hier bewegt, diese, und irgendwie gedacht, also gar nichts gedacht, sondern so wie, ah, das habe ich irgendwann vorletzte Folge, irgendwann habe ich das ja schon mal gesagt, das hat mich so, warte mal, ich bleib mal eben stehen, ich muss ja eben trinken und, das hat mich so ein bisschen, das ist das erste Spiel, was es geschafft hat, also jetzt, es gibt Spiele, ne, also ich trinke mal eben zwischendurch. Es gibt Spiele, die einen in eine andere Welt entführen und wo man abgelenkt ist über Stunden und irgendwas macht. Ne? Also wirklich, weil die Story geil ist, weil die Personen oder Charaktere, die da jetzt vorkommen, deep sind, also Tiefe besitzen, also das alles irgendwie eben nicht an der Oberfläche, das kann auch cool sein, wenn Sachen an der Oberfläche bleiben, das kann trotzdem gutes Spiel sein, ja, also es gibt trotzdem gute Spiele, die eben aber nicht wirklich deep gehen. Sagen wir mal, wo die Charaktere insgesamt nicht so, naja, nicht so weitreichend erklärt werden oder auf die eingegangen wird, wo man halt so vorbeiläuft und sagt, ja, hallo und, ah, nee, war ganz nett, danke für die Info und jetzt gehe ich mal weiter. Ja, also wo das, ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären kann, aber wo die Charaktere eben nicht so deep sind, ja. Und die Spiele, die eben sowas haben, ja, die sind dann halt besonders geil, weil die Charaktere einen, ja, wie gesagt, mitnehmen. Genau, mitnehmen auf eine Reise sozusagen, ja. Und das ist ja bei vielen Spielen so, ja, wo man stundenlang spielt und mit Freunden, alleine, wie auch immer, ja, wo man eben irgendwelche Sachen macht und ja,
Das gibt es ja ganz oft. Ja. Und Minecraft ist halt tatsächlich das einzige Spiel seit Lego, nicht dem Spiel Lego, sondern Lego-Steinen, als ich klein war, wie gesagt. Das ist das erste, was mich so abgeholt hat wie Lego. Und deswegen liebe ich das halt, ja, heiß und fertig.